Bereits eine andere Herde hatte sich gerüstet. Hallo. Na, wie geht's? Was wollt ihr? Ey, du, lass uns hier raus. Ich? Weißt du, ich bin nur ein einsamer kleiner Drache. Von daher kann ich das nicht. Also, ich mach dir einen Vorschlag. Wir kriegen mehr Schutz von euch. Und was wollt ihr dafür? Nun ja, da gibt es schon etwas. Na los, sag es. Ein Fohlen. Hol uns ein Fohlen aus diesem Burg-Dings. Ja, gut, mach ich. Aber wie, ihr haltet sie nicht ein? hallo, Chefboss, Chefboss. Und? Was haben Sie gesagt? Ja, wir müssen ihn ein Fohlen bringen. Gut, dann tue ich das. Und schon ist er wieder weg. Bleibt hier, ich muss kurz weg. Wo finden wir denn ein paar Fohlen? Ich meine, es ist nicht so üblich. Ich warte einfach ab. Ich meine, ich habe Geduld. Was ist das? Woher soll ich das wissen? Das war schon da, als ich aufgestanden bin. Ja. Toll. Was ist das? Oh Mann, ich weiß es doch nicht, Prime. Scheint einfach nur Sand. Siehst du, es nicht schlimm. Und was hast du jetzt? Hallo? Was ist das? Mann, Prime, noch einmal. Wenn du mich das noch einmal fragst, dann... Nee, ich weiß es selber nicht. Aber... Ich weiß es doch nicht. Leute, ich habe etwas entdeckt. Ihr müsst kurz nachsehen. Ein Loch. Schnell, ich habe euch das Tor aufgemacht. Schnell, lauft raus. Na los. Kinder, bleibt hier. Wir kommen gleich. Also, bleibt schon da. Es wird nichts passieren. Was ist das? Und wer hat das da hingemacht? Ja, keine Ahnung. Es ist einfach nur... Oh, du bist so schlimm. Weißt du, nicht mal das kriegst du hin, ohne runterzufallen. Na toll, jetzt hängen wir hier beide fest. Was sollen wir jetzt tun? Anscheinend wieder hochkommen. Ich versuch's... Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Zieh dich einfach an diesen Seilen hoch. Und Wurzeln oder so. Schön, du hast sie einfach abgerissen. Hilf mir doch mal. War es auch sehr schlau, da hinzugehen. Los, ich kann mich nicht mehr halten. Warte. Oh, Prime, bist du schwer. Was hast du denn gefressen? Oh. Danke. Gerne doch. Ja. Was wollen wir nur machen? Habt ihr einen Vorschlag? Wir sind so weit von der Burg entfernt. Nein, ja. Ja, sie liegt keine Ahnung wie viele Meter. Aber sie ist nicht sehr weit entfernt. Ja, trotzdem verfohlen schon. Ah, da habe ich. Da habe ich mir etwas gefunden. Ah, lecker. Okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aua, was machst du? Hey, du, befreie mich wieder. Was willst du mit mir? Was denkst du denn sonst, Kleine? Meine, dein Geruch. Du wirst bestimmt gut schmecken. Und eine Frage habe ich dennoch. Woraus ist dieses Spinnendings gemacht? Kannst du dir selbst beantworten? Aus Spinnen! Zerkaut habe. Das hat er gesagt. Ich will hier sofort raus. Wie komme ich wieder raus? Und mein ganzer Hintern tut weh. Ich hoffe, es geht den anderen gut. Red, komm sofort her. Red. Boss. Ja. Boss, ist gut. Du bist auch zu nix zu nutzen. Aua. Hol mir noch ein Fohlen. Ich habe jetzt Mittagspause. Erledigt der Pteranodon. Nun ja. Gut, aber das nächste machst du. Ich hasse meinen Chef, definitiv. Also, lass mich schlafen. Okay, zwei schlimme Dinge. Die gute Nachricht, ich falle wahrscheinlich nicht runter, aber die schlechte ist, wenn ich runterfalle, dann werde ich vor hungrigen Dinos gefressen. Sehr toll. Was war das? Deswegen wusste ich auch, dass meine Mutter immer mir gesagt hat, dass ich draußen sein soll. Man hat gar nichts verstanden. Wir müssen sofort wieder in die Burg. Hey, Hilfe, Hilfe, du da. Hey, hey, du. Was macht ihr denn da draußen? Hey. Pass auf. Oh mein Gott. Ey, lass mich los. Chef, ich hab noch ein Tier. So. Hey, hey. Wir werden, glaube ich, ein Abendessen. Das denke ich auch. Ruhe da. Habt ihr einfach keinen Weg rauszukommen? Wie lange sind wir hier schon drin? Tage, Monate, Jahre. Nicht so hastig. Habt es wenigstens gut. Dieser Vogel geht mir jetzt auf den Sack. Ja, finde ich auch. Gut, danke, Donner. Entschuldigung, aber ich bin einfach nur so wütend, dass wir einfach hier nicht rauskommen. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Auf welche?
Wette, wenn wir eine Räuberleiter machen, dann schaffen wir es vielleicht raus. Stimmt, gar nicht schlechte Idee. Okay, erstmal du, denke ich, Donna. Warum ich? Ja, weil du vielleicht ein bisschen größer als die anderen sind. Okay. Vielleicht schaffe ich es schon raus. Ich hab's geschafft, ist doch nicht so laut. Ach, oh, du brauchst ja unsere Hilfe. Kommt, helft mir, hilf mir. Bitte, Donna, ich hab dich... Okay, wir müssen jetzt ganz langsam sein. Langsam? Du meinst leise? Ja, denke ich auch. Ach, es fühlt sich einfach hier so gut an. Finde ich auch. Merkt ihr es? Es regnet langsam. Ah, au! Ah, spät hier, oder was? Ey, deinetwegen kann ich nicht mehr fliegen. Oh, doch, kann ich. Wer bist du denn? Pat! Sonny! Heider, ist doch nicht so komisch. Was ist los? Wir haben unsere Fohlen. Ja, aber auch nur aus einem guten Zweck. Zum Essen. So, tschüss. Wo seid ihr dann, ihr? Können mal alle von mir runtergehen? Dankeschön, dass ich Erde fressen durfte. Gern geschehen. Du bist auch nicht... Was rede ich denn? Ja, Entschuldigung. Also, ich habe es eingehalten. Ich habe die Fohlen. Gut, wie viele? 2, ein weiteres wird noch voll. Gut. Ja, schön, dann geh. Hey, wir haben eine Abmachung. Ja, die tritt aber erst morgen an. Ihr seid echt fies, aber naja. Wenn nicht, dann werde ich wirklich sauer werden. Also, wir sehen uns. Es regnet langsam. Wie willst du das denn sprich, meine Rüstung? Ja, ich verstehe ja vieles, aber das nicht. Komm. Oh mein Gott. Heute? Was ist los? Komm. Wir suchen erstmal einen sicheren Ort. Du hast recht. Also, was ist los? Habt ihr das da oben gesehen? Sie haben uns auf dort hinten am Baum. Warte. Ja, ich kann es sehen. Ich kann gar nichts. Au. Oh Gott. Müssen Sie doch retten. Lass uns wieder rein. Ist gut. Okay. Sorry für den Fail. Ja, ich gehe natürlich. Lass mich rein. Cookie, was machst du denn da unten? Und so ganz alleine. Lass mich bitte rein. Okay, natürlich. Es war alles meine Schuld. Sie wurden entführt. Wer wurde entführt? Naja, sie wurden nicht so richtig entführt, sondern... Komm, sag schon. Keiner wird dir was Böses tun. Okay, sie wurden von Drachen entführt und wurden in ein Netz gebracht. Irgendwo da hinten. Irgendwo da hinten. Okay. Warum seid ihr da überhaupt rausgegangen? Natürlich. Ja, vielleicht wolltet ihr irgendwas da machen. Aber trotzdem ist es kein Grund, von hier abzuhauen. Die Burg ist das Sicherste, was es gibt. Was es gibt. Aber wir wollten auch mal was anderes, als hier nur diese doofe Natur zu sehen. Kann das nicht jemand mal verstehen? Das ist so unfair. Ich will auf mein Zimmer. Hallo, wer bist du? Oh, du hast mich entdeckt. Okay, ja, du hast mich entdeckt. Toll, schön, danke. Was hast du für eine Stimme? Ach, die ist so normal. Ich bin Spotty. Und wie heißt du? Kenne dich nicht und du jagst mir irgendwie Angst ein. Werde dir nichts Böses tun, Mann. Ich wurde gerade frisch geboren. Oh Mann, mein Stimmenverzerrer. Leute. Okay, nee. Kann ich nicht. Ja, ich bin Spotty. Und warum hast du das gemacht? Ach, nur so. Du brauchst keine Angst zu haben, okay? Ja, yeah, natürlich. Bye!